Herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. Voll beschmiert mit Zombieblut. Watschen wir jetzt mit den ganzen Walkern hier durch. Oh Mann. Ganz langsam. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ach du Scheiße, Alter. Wir dürfen nicht zu nah an die rankommen. Wir dürfen uns nicht zu schnell bewegen, weil die machen ja auch nur langsame Bewegungen. Oh Mann. Das Problem ist unser Arm so ein bisschen. Da kommt ja noch frisches Menschenblut raus. Aber es scheint zu funktionieren. Oh oh. Ihre Eltern. Sie nicht hätten. Scheiße. Nein, jetzt doch nicht. Jetzt doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Lee, wake up. Please don't be dead. Please, no. Lee, I was so scared. I thought you left me. I saw my parents. Versteh schon. Alles gut. It's a good thing. Lee, they're dead. They really are. You know, you're gonna be sad for a very long time. But you know what happened to them. When we get you somewhere safe, then just let it all out. Okay. Okay. Oh man, Lee. We have to get out of here as fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push no, through. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it! Oh man, wir werden uns verwandeln. Wir sehen richtig übel aus. It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One, two, three! Komm schon! Scheiße, Mann. Scheiße! Und Lee wird richtig übel. See? Clementine, honey. My arm is gone because I cut it off. Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Please, no. No. That's not true. Yes, it is. Alles wird gut. It's gonna be okay. You are gonna be okay. We just have to think and work together. Okay. Auch in den letzten Stunden reden wir noch gut zu. I think there might be a way out over there. Good. Good girl. Let's go. I might be a little slow. I'll help you. Oh mein Gott, und der Officer sitzt da gemütlich rum, oder was ist los mit dem? Scheiße, Alter. Lee sieht immer schlechter aus und so richtig. Nein. I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Das hätte es nur nicht vorhersehen können. You couldn't have known. I should have told you. It was scary at the hotel. Yeah. Keep going. We're almost there. Komm schon, Lee. Scheiße, Mann, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ey. Das ist richtig mies. Oh Mann. Oh nein. Get up, Lee. The door is right here.
Komm schon. Für Clementine. I can't. You have to. Liam, I can't move. This is it for me here. Please, please, try to get up. Na komm schon, Mann. Nein. I can't. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? Du musst hier raus. Halt dich fern von mir. Du musst hier raus. You need to get out of here as soon as you can. I can't leave you. Just work on getting out, okay? We'll figure it all out. Don't worry. Oh, Mann. Was haben wir denn hier, huh? Clementine. Baseballschläger. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Und damit kann sie dem Officer wahrscheinlich den Schädel einrahmen. Aber erstmal reden wir noch mit ihr. We'll get you in there. Don't worry. You're doing good. The way out's through there, Clem. I know. Use the bat to shatter that window so you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Good job. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. Oh my god, oh my god. Don't be scared of the walker. He'll be fine. The way out's through there, Clem. I know. Das ist so mies einfach nur. Das ist richtig übel. Eins der übelsten Story-Dinger im Game, die ich je erlebt habe. Wenn nicht das Schlimmste. There's a chair over there. Komm schon. There's a chair over there. There's a chair over there. Grab the chair, Clem. Use it to reach in to the lock. Open it. He's trapped. This will be easy then. He's got keys. Probably to that door. Everything you'll need. Oh nein. You're doing really good. Oh nein. There's keys and a gun. You're gonna need both of those. Schlag ihm den Schädel ein, Clementine. Oder die Handschellen. Handcuffs on the ground. Get them. Okay, Lee. Okay, und jetzt solltest du uns da festmachen, Clementine. Killing them's not easy, but you know what to do. I do. Put the handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? No matter what happens, you're safe then. I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't want to do this. You have to. It'll keep you safe. You only have to deal with it now. He's trapped over there. If you're careful, you can get what you need from him. The keys. And then the gun. The keys and the gun. Just don't be afraid. If anything gets dangerous, you're faster than he is. What should I get first? Versuch die Waffe zu erwischen. Get the gun, Clem. Always the gun. Ich schaff das.
Nein. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Get him! Get him! Ja, werf das Ding um, das ist super. Watch out! Oh mein Gott. Oh mein... Scheiße. The bat, Cliff. Get the bat! Hau drauf! Alter! Wie kranker, mega heftiger, übel! I did it! I got him! Großartig, Clem. Ich könnte mich verwandeln. Du bist noch in Gefahr. Du bist stark, Clem. You're strong, Clem. You can do anything. But I'm little. Doesn't mean nothing. You go see bad stuff, but it's okay. My parents. It's so horrible. I can't imagine, Sweetie. And now you. Please! Please don't be one of them! Please don't become a walker! There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. Du musst mich erschießen. Hau von hier ab. Oh mein Gott, das ist einfach das Krasseste, was ich je in einem Computerspiel erlebt habe. Du musst mich erschießen. You have to shoot. Lee, no. It's okay. Clem, I was standing over Doc holding that gun. It was so hard. I'm sorry you're in that position now. I'd give anything for you not to be. But you just have to point it at me. Close your eyes and be thankful you never have to see me as one of them. You can do it. I know you can. Okay, Lee. I can do it. I can. Find Omid and Krista. Find Omid and Krista. They're probably looking for us right now. Stay on high ground. Don't go too far. You'll find them. They'll take good care of you. And Clem. Halt dich fern von Städten. Immer in Bewegung bleiben. Schneid dir deine Haare. Stay away from the cities. Definitely. They're just not worth the risk. And also... What? What is it? No. Don't worry. All right. Ich werde dich vermissen. I'll miss you. Me too. Das ist so krass, einfach nur heftig. Oh mein Gott. Ruhe in Frieden, Lee. The Walking Dead.
Was für ein krasses Spiel einfach nur. Und ich hoffe, Clementine wird Omid und Krista finden. Ich bin wirklich mega erschlagen gerade. Also ich glaube, ich habe in keinem einzigen Spiel so einen krass emotionalen Moment erlebt wie da. Das ist einfach schon echt der Hammer, muss ich sagen. Und hier sehen wir nochmal so ein paar Übersichten, wie wir reagiert haben. Aber wir mussten uns erschießen. Das war wohl die beste Entscheidung. Wären wir in Walker gewesen, hätte Clementine uns nicht so gut in Erinnerung behalten. Und deswegen war das schon besser so. Was für ein Ende. Und hier sehen wir nochmal die ganze Überlistung, die Liste vielmehr, was wir alles gemacht haben. Oh Mann, wem wir geholfen haben, wie wir reagiert haben in verschiedenen Situationen. Ich weiß gar nicht, ob es sich hätte vermeiden lassen, dass Lee irgendwie gebissen wird. Ich glaube wahrscheinlich nicht, weil das war ja schon eine Script-Szene. Aber ich muss sagen, das ist mir wirklich ans Herz gegangen. Also ganz ehrlich, ich glaube, das hatte ich in kaum einem Computerspiel. Heavy Rain war auch ein sehr emotionales Spiel, aber ich glaube, The Walking Dead toppt bisher alles. Und da muss ich einfach meinen Hut vor Telltale ziehen, vor den Entwicklern dieses Spiels und auch vor den Comicschreibern, dass sie da so eine geile Story entwickelt haben, die meiner Meinung nach sogar noch besser ist als die Serie The Walking Dead. Und The Walking Dead, das Spiel hier, das Adventure, gehört für mich zu einem der besten Spiele überhaupt. Da kann man, glaube ich, nichts ranlassen. Ich bin echt begeistert und bin an das Spiel rangegangen, weil mir es so ein paar Leute empfohlen haben. Aber niemals mit der Intention, dass ich da so einen geilen Titel erwische. Wahnsinn einfach. Wahnsinn. Auch, dass Carly gestorben ist. Und ich hoffe, wie gesagt, dass Omid und Krista Clementine gefunden haben. Auch hier Dark und Duck und der gute Ben, der mit Kenny draufgegangen ist. Oh Mann. Alle sind sie gestorben. Und ich hatte sie fast alle in mein Herz geschlossen. Das Herz für virtuelle Menschen. Atop the crags and cliffs, the air is thin. So we'll find a mountain path on down the hill. Ooh.
Dank an euch fürs Mitschauen. Clementine. Was für ein geiles Game, Leute. Echt der Wahnsinn. Findet sie Omid? Findet sie Krista? Alleine. 9 Jahre alt. Und sie hat mir einen der emotionalsten Spielemomente beschert, die ich jemals erlebt habe, wenn ich den emotionalsten Moment. Echt klasse. Sind sie das? Oder sind das Walker? Die gehen normal. Ob wir es jemals erfahren werden? Vielleicht in der zweiten Staffel. Bis dahin.